Die große Frage, finden wir ein Plätzchen heute? Und wir geben euch noch ein paar Infos mal zu unserem Fahrzeug. Ich kann euch sagen, ein Plätzchen haben wir gefunden. Ich kann schon hier im Hintergrund ein bisschen was zeigen, was hier so los ist und wie wir hingekommen sind. All das kurz nach dem Intro. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hier wieder bei Illo und Mops. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, ob wir jetzt hier stehen bleiben oder nicht, das sagt der Illo, wenn das Licht angeht. Da oben sind auf jeden Fall Ziegen. Ich höre die ganze Zeit mäh, mäh, mäh. Illo, was ist los? Erzähl mal bitte. Ich spreche jetzt einfach mal in Mäsch. Mäh, 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 mäh. Nein. Der Platz, es geht so. Wir haben viel Negatives gelesen. Grüner Pool. Pool ist jetzt auch nicht tief oder so. Also für die Kinder wäre es nicht schlecht, aber das Hauptproblem ist hier einfach, hier ist kein bisschen Schattenplatz. Wir haben mittlerweile über 30 Grad. Es ist 1 Uhr am Tag. Also wir könnten noch mal eine Etappe fahren, werden das jetzt auch machen. Und wenn es da auch nicht klappt, dann gehen wir zum Endpunkt, weil wir haben noch mal ein richtig schönes Schätzchen. Aber der Weg bestimmt dann das Ziel. Ja, hier ist der besagte Pool. Also ich finde, grün ist er gar nicht. Ich finde, das sieht auch wirklich süß aus. Ich hätte mich hiermit zufrieden gegeben. Aber ja, die Männer haben entschieden und wir ziehen einfach mal weiter. Ja, der Tag ist ja auf jeden Fall auch noch jung und von daher kann man das ruhig machen. Oh, Mops, du bist nicht angeschlagen. Ja, hier sieht man auch noch mal den Platz. Also ich muss sagen, ich finde, es sieht wirklich süß aus. Illo sagt ja, man hat keinen Schattenplatz. Dafür hat man aber eine Markise. Also ja. Ich finde die wirklich süß. Ja, was mir jetzt nochmal ganz wichtig ist, also ich will diesen Platz jetzt da gar nicht schlecht reden. Ihr habt selber gesehen, es sah schön aus, Anlage, es ist halt schönes Wetter, dann gehört man hier nicht hin, wenn man sich über die Sonne beschwert. Wir haben ja alle Markisen, aber ja, wir sind halt mehrere Familien, man muss halt zusammen entscheiden und nicht nur alleine. Und wie der Illo schon sagte, wir haben halt früher am Tag und können halt nochmal gucken und so machen wir einfach mal ein paar Meter und gut ist. Ja, was ich noch sagen wollte, Illo, sind wir vielleicht mittlerweile einfach zu verwöhnt? Ja, ich glaube nicht einfach, ja. Also wir haben jetzt einfach die Qual der Wahl, der wievielte Platz war es jetzt? Ja, genau, also das war jetzt der dritte Platz, den wir abgelehnt haben. Also beim ersten kann ich wirklich sagen, okay, passte für uns nicht, da war nichts drumherum irgendwie. Der Platz sah jetzt auch nicht besonders auf den Fotos aus. Ich habe ihn jetzt nicht in echt gesehen. Der zweite war jetzt einfach sehr, sehr teuer gewesen. Da haben wir gesagt, das muss ja nicht unbedingt sein. Und wir haben halt schon gesehen, dass hier in der Nähe auch andere sind. Zumal wir jetzt auch in die Richtung wollen, wo wir halt hinfahren und es passt dann einfach. Der dritte, ja, ich hätte gesagt, okay, den nehmen wir, aber den nehmen wir halt nicht. Aber da stellt sich halt mir die Frage, sind wir halt mittlerweile zu verwöhnt, weil wir schon so viele tolle Plätze gesehen haben? Oder suchen wir vielleicht die Nadel im Heuhaufen, ne? Ja, ich sag mal so, also die Stadt Agadir wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Jetzt gibt es halt noch mal so ein paar Positionen um Agadir rum, die wir jetzt natürlich auch einfach abklappern können. Also von daher, wer die Wahl hat, hat auch die Qual auf jeden Fall. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ne? So, das erinnert mich so ein bisschen damals an unsere Wohnmobilsuche. So. Viele von unseren Zuschauern, ich glaube, das waren noch nicht mal Zuschauer, das waren unsere Hater, wenn ich das jetzt mal so aussprechen darf. Es gibt ja auch Leute, die mögen uns ja nicht, die können uns ja nicht ausstehen. Ne? Entweder man liebt uns oder man hasst uns. Zu welcher Variante, zu welchem Team gehört ihr? Gehört ihr zu Team Illo und Mops und ihr liebt uns oder genau. Wenn ihr uns mögt und noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Darüber würden wir uns natürlich tierisch freuen. Ja, auf jeden Fall schrieben da damals Leute, ihr sucht die eierlegende Wollmilchsau, ihr werdet nie das passende Wohnmobil finden. Doch, wir haben es gefunden. Ja, ne? Mittlerweile sind wir hier. Und so ist es einfach. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, zwischendurch kommt immer mal irgendwie die Frage, wie seid ihr eigentlich mit eurem Wohnmobil zufrieden? Beziehungsweise Fiat Ducato 8? Ja, ich antworte mal als Frau jetzt darüber, auch wenn ich nicht so viel fahre. Ich habe aber den Führerschein, ich darf das Fahrzeug ja fahren. Für die Leute, die das noch nicht wissen. Also, ich würde sagen, Fiat Ducato 8, super. Uns rast hier gerade ein Roller halb vor und der macht jetzt so, als wäre nichts gewesen wäre. Ja, und mit unserer Automatik, Leute, sind wir auch sowas von zufrieden. Das ist ja das, was der Illo unbedingt wollte. Der Wagen rollt,
er schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, und vor allen Dingen, es gibt natürlich auch immer beim Neukauf gibt es halt so ein paar kleine Mängel oder sowas. Ich denke mal, über diese Zeit sind wir auch hinweg. Wir hatten nicht so viele und jetzt schnurrt das Kätzchen einfach. Wir sind mittlerweile bei 22.500 Kilometer. Also es ist jetzt auch schon eine große Tour gewesen über Schweden, Norwegen. Dann am Ende Dänemark, Deutschland, Italien, Spanien. Viele von euch fragen ja auch, sollten wir vielleicht das Fahrzeug wechseln, weil wir Nachwuchs erwarten? Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Wir wissen es selber nicht so ganz. Der Elo liegt mir meine Ohren nicht eher wegen, weil wir Nachwuchs kriegen, sondern wegen der Kilometerzahl, was ihn irgendwie so ein bisschen Sorgen macht. Aber neues Fahrzeug bedeutet auch wieder, ja, erstmal finden, alles fertig machen, unnötige Kosten und. Zeit und hier weißt du, was du hast, das kommt noch hinzu. Und Leute, wir sind in Marokko, was sollen wir machen? Also ich will jetzt hier nicht ein Fahrzeug in Marokko kaufen und wir sind ja eigentlich zufrieden damit. Von daher, wir wissen es einfach nicht, auf eine Art denken wir drüber nach, auf der anderen Art denken wir nicht drüber nach. Das wollte ich jetzt einfach auch mal hier dieses Thema angesprochen haben, weil da immer mal wieder welche nachfragen. Genauso, wo ich euch jetzt mal rüber informieren möchte, viele von euch wissen ja gar nicht, der Mian, der singt im Hintergrund, falls ihr irgendwie was hört. Viele von euch wissen ja gar nicht, wann wir Videos machen. Unsere Videos kommen immer von sonntags bis donnerstags raus, also 5 Stück die Woche, immer um 18 Uhr. Deswegen, ja. Genau, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Jetzt zeigen wir euch wieder schöne Aufnahmen und alles Mögliche. Aber ein bisschen quasseln muss ja auch mal sein, ne? Oh, Leute, solche Situationen mag ich gar nicht. Es ist hier eng. Wir können nicht zurückfahren und wir kamen hier gerade nicht raus. Und ihr seht, hier fahren die. Hier fahren die. Boah, da knallt es gerade fast. Oh ja, seht ihr? Oh, hier knallt es fast. Oh, ich kriege gerade schon Schweißpein. Wir können raus. Lass uns hier ja jetzt schnell abhauen. Ja. Das ist hier echt wirklich abenteuerlich und gut, alles gut gegangen. Weiter geht's. Ja, hier durch dieses Nadelöhr, ich möchte euch da auch einfach mal was mit auf den Weg geben. Also es ist jetzt auch nicht, sieht vielleicht ein bisschen eng, bedrohlich irgendwie aus. Ne? Jetzt hier vorne der VW, der parkt dann da nochmal eben. Und ja, links kommen sie wieder, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass jetzt hier Leute an den Scheiben klopfen oder irgendwas komisch ist. Klar, man muss ein bisschen aufpassen. Ich jetzt von der Müllabfuhr, ich bin es ja gewohnt, durch enge Gassen einfach durch. Und ich finde das eher interessant, also so viele Leute zu sehen. Hier rechts gibt es Brote, unendlich Brote in der Sonne. Na gut, wie lange halten die dann? Das muss man sich dann fragen. Aber es ist einfach super interessant, hier lang zu fahren. Ja, interessant auf jeden Fall. Bloß ich persönlich bin immer froh, wenn wir aus solchen engen Sachen immer raus sind, weil ja, das ist halt immer so ein bisschen Gefahr, nicht Gefahr von den Menschen aus. Also die sind wirklich alle freundlich und so, sondern wirklich, dass es hier irgendwie knallt, weil ja, der eine fährt so, dann kommt der Roller von der Seite und. Ihr habt ja gerade selber die Situation gesehen, wie schnell das geht. Das möchten wir natürlich vermeiden und wir sind halt einfach ein großes Fahrzeug. Wir sind hier nicht so ein kleines Moped, ne? Was mir auffällt, hier rechts und links, hier ist jetzt echt relativ viel Müll. Ich habe schon gestern zu Lo gesagt, also das, was wir so sehen, ist eigentlich alles echt recht sauber. Da bin ich ja immer noch so von Italien erschrocken, wie viel Müll wir da gesehen haben und das auch in den großen Städten. Ja, und hier ist gerade wirklich so ein bisschen so eine vermüllte Ecke, wo wir sind. Auch die Straßen sind jetzt hier echt mal verhältnismäßig schlecht in Agadir. Gerade schon so eine Hauptstraße, die hier gefahren sind, war echt quasi schlecht. Die ist jetzt hier auch gerade nicht so gut. Also da sind wir sowieso sehr positiv überrascht über die Straßen, die wir hier bisher gefahren sind. Wie gut die doch sind und wie sauber die auch sind. Du sagte mal, ich wundert es, dass hier nicht immer überall irgendwie Steinchen auf dem Weg liegen oder so. Aber nee, hier ist ganz schön. Und wir haben nicht mehr viel auf Uhr, 11 Minuten bis zum nächsten Platz. Von dem versprechen wir uns sehr, sehr viel. Ich hatte ihn gestern entdeckt. Er sieht ganz schön und gepflegt aus und die Bewertungen waren auch sehr gut.
Aber wir lassen uns ja mal überraschen. Ne? Also wir waren ja jetzt schon auf 3 gewesen. Hoffen wir mal, dass der 4. was ist. Ja, wir haben uns das Ganze jetzt gerade eben mal angeschaut. Also vorne war ein Eingang für die Rezeption und hier vorne kommt man jetzt rein und ja, ist jetzt nur eine Person dort. Wahrscheinlich hätten wir auch wieder gesagt, ja, aber jetzt ist mit vorbei. Wir fahren jetzt hier erstmal rein, nehmen Platz und schauen uns das Ganze an. Also ich habe gerade schon die Poollandschaft gesehen, es sieht schon traumhaft schön aus. Eieiei, ich sehe gerade schon. Das sieht nicht gut aus, ich sag gerade schon zu Illo. Der Tobi hier, die Kante und vorne ist halt gerade durchgedreht. Eieieiei. Ja, wenn er mit Schwung, vielleicht kommt er mit Schwung jetzt rein, aber wie weit fährt er da zurück? Das ist jetzt die große Frage, wird das jetzt hier was oder wird es nichts? Er setzt noch einmal an. Sieht recht langsam aus, aber es ist auch recht eng. Ah, er schiebt sich irgendwie durch. Jawohl. Nee. Shit. Ja, der hat den Kaffee offen, das sage ich euch. Ich muss jetzt leider raus und helfen. Leute, ich bin auf jeden Fall froh, der Tobi ist jetzt hier drauf gekommen, weil das hieße sonst für uns alle Mann abfahren und irgendwie den nächsten Platz suchen. Und die Strecke hier hat sich schon jetzt irgendwie gut gezogen, weil man hier echt sehr langsam aufgrund der Straßenverhältnisse fahren musste. Ja, da sind wir doch. Und schaut mal, wer wieder mit von der Partie ist. Der Stefan plus Anja plus die Kinder. Wir haben uns hier schön positioniert. Ihr seht es da hinten. Der große Ball, der macht jetzt die Biege. Hier vorne steht auch ein Deutscher. Ja, der stand schon hier, sag ich mal, wo wir ankamen und dachte sich, ach, ist das schön ruhig hier. Wir sind auch jetzt mit diesen 4 Wohnmobilen, sind wir die einzigen hier und machen jetzt hier die Welt oder diesen Platz auf jeden Fall unsicher. Ja, wir haben Kinder dabei. Wir können ganz schön laut sein. Ja, hier links habe ich gerade eben schon schön gesessen, bisschen Zeit genossen, ein Video geschnitten. Dort vorne sind die sanitären Einrichtungen. Dusche, Toilette, alles gibt es. Den Tobi sieht man hier hinten an der Arbeit. Ne? Spülprogramm, auch das muss sein. Ja, hier vorne sind so schöne Zelte. Ne? Das sieht richtig schnucklig aus. Wahrscheinlich kann man das auch anmieten. Oben sind noch mehrere Apartments, Bungalows. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das Ding hier, das ist eine Oase. Eine Oase für, ich will einfach mal Ruhe haben. Ich will die Pause hier genießen. Da hinten seht ihr Mops mit der Nadine, Tobis Frau. Und ja, es gab dann doch schon eine kleine Sache hier, wo wir angekommen sind. Der Pool, ja, hat gerade eben Chlor bekommen. Bitte geht doch erst morgen rein. Man kann nicht alles haben. Ist aber auch gar nicht schlimm. Morgen machen wir den Pool auf jeden Fall hier richtig unsicher. Oh, ich sehe gerade eben, hier unten liegen die Schlappen von mir an. Die pick ich mir jetzt einfach mal ganz kurz und nimm sie dann mit. Hier vorne ist eine Außendusche. Ja. Und hier ist dann abends auch schön Restaurant. Man kann sich dann alles holen. Ach, ist das schön, das Nasse an den Füßen zu bemerken. Ja, über den Preis waren wir jetzt doch schon verwundert. Das war jetzt ein bisschen mehr. Der wollte jetzt 145 Dirham haben. Aber komm, ist jetzt so gut. Ich meine, irgendwann mussten wir uns heute auch entscheiden, irgendwo unterzukommen. Und ich glaube, hier haben wir morgen richtig Spaß. Oder vielleicht geht es morgen auch wieder los. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall genießen wir es jetzt hier, dass der Globus auch untergegangen ist, also dass die Sonne nicht mehr scheint. Kommen in die Abendruhe einfach rein und genießen hier die Zeit und wünschen euch einen schönen Abend mit schöner Grüße hier vom Pool in der Nähe von Agadir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier heißt Illo und Mops. Bis dann. Ciao.